Ein Blick auf den Battle Pass zeigt mir, da gibt's heute noch was zu tun. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir starten direkt die Schnellsuche als alle Klassen und das wird Heiler. In 99,9% der Fälle, ganz selten rutscht man mal als Tanzmaschine? Was war das? Rutscht man mal als Damage-Dealer rein und als Tank sowieso. Noch eher, aber in 99% der Fälle werde ich halt Heiler, wenn ich das auswähle. Das ist ein bisschen schade. Weil, ich sag immer, ich hätte gern das alte Overwatch-System wieder mit diesen Tickets, die man sich verdient. Hat man oft genug Heiler gespielt, dann darf man auch, mit dem Ticket ist man quasi in die Reihe nach oben gerutscht und konnte dann direkt Damage-Dealer spielen. Das finde ich ganz geil. Das war bei Overwatch 1 drin. Overwatch 2 hat das nicht. Und was ich in Overwatch 2 abschalten werde, ist übrigens die Frames. Weil wir haben jetzt gesehen, die erreiche ich immer. Wenn ich immer die 144 erreiche, brauche ich auch keine Info darüber, wie viel ich habe. Leistungsanzeige, genau, wir machen sie aus. Deswegen hatte ich sie auch. Ja, man muss auch sagen, speichern. So, deswegen hatte ich sie aus. Und hallo Mojito, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir. Schönes Spray. Unser Team ist gut. Unser Team ist gut. Unser Team ist gut. Es geht los, unser Team ist gut. Das freut mich doch, Mario. Das freut mich doch. Ja, ich hatte sie ja geschrieben wegen dem Foxhole und du hattest das, ich habe es ja auch schon geschrieben. Du hast natürlich recht, ne? Einerseits finde ich so ein Spiel ganz geil. Andererseits, wenn halt schon alle Sachen belegt sind, also jeder hat hier seine alteingesessene Produktion, die Fronten sind geklärt, jeder hat seine Aufgaben, dann kommen wir zwei da rein. Wenn es einen frischen Server gäbe, dann wäre es vielleicht noch interessant, aber dann würden auch alle wieder, die schon Ahnung haben, auf dem frischen Server anfangen, neu. Und dann hätten wir auch, würden wir auch kein Land sehen. Also grundsätzlich das Spielprinzip geil, aber da jetzt noch einzusteigen in dieses Foxhole ist glaube ich Quatsch, ja. Schießt du noch mit da oben, Soldier, oder? Oh, hängt's. Wenn's mal im Angebot wäre, ja, okay. Ich weiß, was du meinst, ne? Für so einen Zehner oder so. Und dann, wenn man dann reinguckt und es gefällt einem nicht, aus diversen Gründen, dann tut's nicht so weh, ne? Ich glaube nicht, dass ein neuer Server kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warum sollten sie das machen? Die wollen ja. Das ist ja denen ihr Markenzeichen. Also es ist ja denen ihr Aushängeschild, dass alle auf einem großen Server zusammenspielen müssen. Ein Restart wäre eher was, ja. Das wäre eher was. Aber es wird halt auch viel ans Bein pissen, ne? Die dann sagen, ich habe mir alles aufgehört. Die müssten den Restart dann sehr lange vorne dran ankündigen. Sehr, sehr lange. Also sonst fühlen sich halt alle. Die haben drei Server. Echt jetzt? Ich dachte, die hatten nur einen. Dann ist das Spiel erfolgreicher, als ich dachte. Ich dachte, es wäre ja so ein kleines Nischenspiel, aber au, 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 au. Ah, shit. Aber wenn die drei Server haben, dann... Ja. Ich meine, der nächste Sale, vor dem Sale ist nach dem Sale, es wird ja das Winter Sale geben oder so. Ne? Dann, vielleicht gibt es ja da schon ein günstiges Angebot. Enemy
lernen soll. Ich muss halt meinen Ulti zünden, wann es Sinn macht, ne? Wenn einer gewinnt, muss es von neuem losgehen. Ja, achso, das kann sein, gut, wenn eine Fraktion komplett alles platt machen würde, ne? Das müsste man dann halt irgendwie in Erfahrung bringen, ne? Ja, Frühlingssale, also also Weihnachten gibt es doch bestimmt auch nochmal einen, oder? Oder der Epic Store schenkt es mir, aber ich glaube, das gibt es nicht im Epic Store. So, jetzt pushen wir gleich mit Ulti zu Ende. Das kann ich alles heilen. Weil wir gewinnen das, weil es keiner auffällt, aber. Mann! Und jetzt zünden die auch gerade alle ihre Ultis. Aber unser Soldier hat ordentlich rasiert. Sehr gut. Überhaupt nicht mein Held, aber ich habe es noch nie groß gespielt, muss man auch dazu sagen. Okay, ja, komm, da. So, was müssen wir tun? Gewinnen? Arcade, habe ich keine Lust. Weil ich muss ja nur abschließen eine Arcade. Ging ja eigentlich auch schnell. Müssen wir, glaube ich, sogar. Ilios, der Brunnen. Irgendeiner hat es das letzte Mal gut geschafft. Oh, er flog so gut. Nein, die kam gut von der Seite. Tschüss.
Tschüss. Wir sind nicht runtergefallen. Er schießt, ich schubst immer gut durch. Aber da war noch die Ash. Maybe I'll try some different this time. Aua, wer war das? Soldier. Nee, gegen Soldier und Kiriko im Nahkampf zu gehen. Ich wollte sie irgendwie ihren Raum rundschubsen. Ja. Ja, die ein Ulti gezündet und hat mich weggesniped. Mit Messern. Das war dumm. Mann! Sie war doch fast down. Nee, wir sind mal das schlechtere Team. Ich bin auch nicht gut in die Runde. Muss man ehrlich gestehen. Ja, der hat einen direkten Ulti ready. Sniper den Rest weg. More to do, yeah. More to learn. We must all find a cause worth fighting for. Was hat mich hier denn für ein Spray? Tschüss. Den haben wir runtergeschubst. Ich stand einfach hier und zapp, puff, und dann war er weg.
Hätten ihr da unten hingestellt. Hier, hier. Da hätte ich ihn hingestellt. Hier ins Eck. Wenn es geht, wenn es erlaubt ist. Scheiße. Aber reicht nicht. Ich bleib hier. Nicht übertreiben. Nicht greedy werden. Der Fernkampf da, der kann ein bisschen mitballern, ist okay. Ulti noch rausgehauen. Die sind halt auch fies. Rennst hier rein und dann wächst du von diesen Strahlen ab und dann ist er halt schnell down. Jetzt haben wir, glaube ich, das, die Ruinen, oder? Hm. Ich sehe es schon. A peaceful reality is within our reach. I wish I could believe that. Overwatch? Oh man, you guys are my heroes. 5, 4, 3, 2, 1. Round 3. Capture the objective. We have one more chance. Let's make it. Ach, Idiot. Ich dachte, Reinhard steht beim Schild noch da oben. Oh. Ich war fundes Fressen. Der ist genau dann rumgedreht. War das dumm? Ich hatte kein Schild mehr.
kann mit jemand dich wegspringen. Schade. Verlieren wir das jetzt noch. Also, ich würde sagen, es ist nicht schlecht. Ich nochmal Ulti ready. Oh, schön. Zwei gekillt. Wichtig. Ah, okay, cool. Ja, krass. Ja, gut, das könnten wir schaffen. Irgendwie habe ich es geschafft, mich da hoch zu segeln vorhin. Das war's, oder? Der Ulti hat's gerissen, deswegen bin ich auf dem Held geblieben. Normalerweise hätte ich ihn hier nicht zwingend gebraucht, für die Flächen Area oder so ist hier leicht zu erwischen, aber der Ulti, der ist halt ziemlich hart. Ah, da unten, ja, ja. Ja gut, da hat er alle drei erwischt, ne? War gefundenes Fressen, ne? Eine tägliche Herausforderung. Und eine noch. Ja, schließen noch ein Spiel. Dann sind wir noch direkt durch. Und ja, Windows will jetzt Updates machen beim Streaming-PC. Nee. Das kannst du mal knicken. So, wir suchen noch weiter. Wen kann ich noch anerkennen? Ja, den zu spät. Oder geht's noch her? Ja, oh, Blizzard World. Mal kurz raus switchen. Ich habe nämlich keine Freundesliste offen. Auf meinem anderen Bildschirm. Jo, schreibt der ist jetzt schon fertig. Ja, okay, gut. Das, ja, der ist ja hier auch gerade im. Brauche ich ja nicht bei Steam schreiben. Genau, ich muss noch ein Overwatch-Game machen. Dann bin ich durch. Hallo Traum, hallo. Ist alles okay? Du warst ja im Lurk dabei, du hast mir geholfen. Alles gut, Hiro. Traum. Alles gut, ne? Und hallo Traum, hallo Hiro. Ja, wir können dann nach dem Spiel zur Handschuhe dann wechseln. Ich muss nur dieses eine Spiel spielen. Ich muss nicht gewinnen, ich muss nicht, egal ob ich gewinne oder verliere. Ich weiß nicht, also Blizzard World, ich würde den Park feiern, wenn es ihn gäbe. Kann auch gerne ein bisschen größer sein. Aktuell ist es in Mode. Also warum macht Nintendo keinen eigenen Park? Warum nisten sie sich in irgendwelche anderen Parks mit ein? Star Wars ist ja genauso. Star Wars ist bei Disney mit dabei. Ist ja mittlerweile, gehört ja mittlerweile zu Disney, muss man auch dazu sagen. Aber die hatten früher schon Attraktionen in den Disney-Parks. Aber man hätte auch einen eigenen Park hochziehen können. Nintendo ist, glaube ich, bei den Universal Studios mit dabei. Glaube ich, in Japan oder so. Ich bin für große Vergnügungsparks zu einem Franchise. Dass sie sich immer überall einnisten. Ein Blizzard-Park, bitte. Einen in Europa, einen in den USA und einen in Asien. Stellt euch vor, ein neues Diablo kommt raus und in dem Park kriegt ihr spezielle Sachen fürs Spiel. Der Park würde geflutet werden von Leuten. Ja, also entweder tue ich meinen Streaming-PC aufrüsten mit einem neuen Mainboard, einem neuen CPU und Arbeitsspeicher. Darauf habe ich gar keine Lust. Oder ich tue ihn über Takten. Da habe ich eigentlich auch nicht so Lust. Und ich weiß nicht, ob das was bringt. Also bei Overwatch und bei anderen sehr schnellen Shootern, wo sehr viel Bildmaterial auf die eine Capture-Card kommt.
Ne? Also auf die Capture Card, die mein Bild abgreift vom Gaming-PC. Ja? Also das eigentliche Overwatch, was ihr seht. Wenn da sehr viel Schnelles passiert, dann ist die CPU meines Streaming-PCs ausgelastet auf 100% und dann seht ihr ein kurzes Zucken und Ruckeln in meiner Kamera. Also in meinem Gesicht. Dann könnt ihr mal drauf achten. Das ist aber nur bei schnellen Spielen der Fall. Und auch nicht immer. Aber häufig bei Overwatch, weil das ist halt ein sehr schnelles Spiel. Ne? Da mal stehen, Reinhard, hier. Ich habe 64 GB RAM im Gaming-PC. Ich habe im Streaming-PC nur 16 und die reichen eigentlich auch. Aber ich glaube, jetzt würde ich dann auf 32 hochgehen, wenn ich den upgraden wollen würde. Das Ding ist halt, das ist im täglichen Einsatz, wenn ich spiele und streame. Und gerade eben hat es gerade geruckelt in mein Gesicht. Ne? Das ist halt im täglichen Einsatz, das Ding, weil es mein Hobby ist. Und ich es ja oft ausübe in letzter Zeit. Und das heißt, wenn ich das Ding übertakte, dann tue ich dem quasi eine Mehrlast an, für die er zwar ausgelegt ist, weil es ist ein 9700K, aber trotzdem, naja, kann das Ding dann schneller das Zeitliche segnen. Auch wenn das Ding übertaktbar wäre oder ist, sobald du da mehr Spannung drauf gibst, ne, als vorgesehen, wer weiß. Das ist halt so das Problem, was ich da gerade habe. Aber ich, eine neue CPU, neue Arbeitsspeicher, ein neues Mainboard und dann vielleicht nochmal eine Wasserkühlung, die dann doch darauf passt. Naja, das ist ein Tausender, machen wir uns nichts vor, ne? Und 1000 Euro habe ich nicht dafür jetzt übrig. Ja. Also es gibt ja standardmäßig Übertaktungseinstellungen. Ich habe jetzt gesehen, ich habe mir so ein, zwei Videos heute angeguckt. Es gibt Entdeckung. Es gibt schon Standardeinstellungen. Es gibt bei Asus, ich habe ja ein Asus Mainboard drin, gibt es so einen AI-Overclocker, den man aktivieren kann. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich sonntags mittags mal die Muße habe, würde ich das mal im BIOS, diesen AI-Overclocker, anschmeißen und dann einfach mal einen kleinen Teststream von Overwatch oder so machen. Und gucken, ob er was übertaktet und ob das was bringt, ne? Aua, aua, aua. Weil der PC geht dann halt einfach aus. Ja, der geht dann halt einfach aus, wenn die Übertaktung schief geht. Man muss halt dazu sagen, der Streaming-PC ist nie so geplant worden, wie er jetzt im Endeffekt funktioniert. Ursprünglich war eine Capture Card per PCI Express geplant und eine Grafikkarte. Und dann zwei Capture Cards per USB. Nein, in die Luft. Nur für die Kamera hat ja ständig Aussetzer gehabt, also habe ich die ausgetauscht gegen eine PCI Express Karte. Das heißt, ich habe jetzt zwei PCI Express Karten drin und eine Grafikkarte. Also zwei Capture Cards per PCI Express und eine Grafikkarte. Und die Lanes, also die Autobahnen für die Computerline unter euch, ja, was ja nicht schlimm ist. Die Autobahnen sind halt begrenzt. Ja, und da fahren jetzt drei Autos statt zwei auf diesen Autobahnen für PCI Express. Und dann gibt es halt einfach Probleme. Ja, und das, und findet man ein Board, was heutzutage noch genügend PCI Express Anschlüsse hat. Das geht ja jetzt teilweise auf Hauptsache M2 SSDs und die nehmen dieselben PCI Express Lanes. Also, da holst du dir gleich, früher hat die CPU viel gekostet und der Arbeitsspeicher. Das Mainboard war so ein 100er, 200, wenn du ein gutes wolltest. Mittlerweile gibst du 400 Euro aus für ein gescheites Mainboard und 600, wenn du ein richtig gutes willst. Und nach oben ist keine Grenze, also. Ne? Also es gibt eigentlich zu jedem Mainboard und zu jeder CPU gibt es irgendwas zu googeln.
Meistens auch ein YouTube-Video. Aber ich würde es halt grundsätzlich nicht empfehlen. Ja, auch, aber... Ums Eck. Snax Ramas! Da oben ist die Zitadelle. Ich will das Blizzard World haben, Mann. Das war klar. Er hat uns alle erwischt. Rein hat jetzt sein Schild wegmachen müssen und den Reifen anhauen. Ich hätte auch noch drauf schießen sollen. Was ich upgraden möchte, ist Motherboard, eine bessere CPU und Kühlung. Ja, ne, also... Ich hab dann auch kurz überlegt, ob ich mein Gaming-PC upgrade und das vom Gaming-PC dann in den Streaming-PC reinsetze. Aber dann tue ich halt alles umbauen. Da brauche ich dann nochmal Urlaub dafür. Und ich will eigentlich nicht mehr umbauen. Ich bin aus dieser Umbauzeit raus. Ich bin faul geworden. Ich kaufe mir komplett einen neuen und tausche dann aus. Ich will nicht mehr umbauen. Weil dann hast du kein funktionierendes System in dem Moment, wenn du halt am Umbauen bist. Ich habe noch keinen gekurften. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Ich verstehe schon, was das soll, aber ich brauch's nicht. Ich habe 3 Stück. Einen in der Mitte und 2 so ein bisschen schräg angeordnet, ne? Also, kann man das sehen? Ah, die Kamera. Also einen so und dann jeweils schräg dran. Links und rechts. Ich könnte mir einen großen gekurften kaufen, das hätte ich das gleiche, aber... Wozu? Also ich sehe bei den Curves keinen Mehrwert. Außer du hast halt so einen Autosimulator mit so einem passenden Chassis, das sich bewegt, wenn du lenkst und so. So war es dann halt, aber da bist du ja gleich bei mehreren 10.000 Euro. Für so einen Bums, ne? So, wir haben's. Wir haben's Overwatch für heute. Also, und wenn die dann so groß sind, dann werden die virtuell gerne in kleinere Bildschirme unterteilt. Die Spiele können gestretched aussehen, läuft nicht gescheit. Ich weiß nicht, ich bin da kein Freund von, ne? Aber es ist Geschmackssache. So, Overwatch für heute. 33 Minuten und ein paar zerquetschte die Aufnahme. Wir haben auch eine Stufe noch geschafft. Ja, so viel war es jetzt nicht heute. Aber muss ja auch nicht. Wir sind ja schon weit genug gekommen. Ich meine, wir sind jetzt in der zweiten Overwatch-Woche und bewegen uns auf Stufe 40 zu. Das ist doch schön. Morgen kann ich nicht spielen. Das wird nicht passieren. Den ganzen Tag unterwegs. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Es geht ja am Sonntag weiter, dann am Montag, am Dienstag und so weiter, bis ich hier irgendwann 80 bin. Das mache ich, geht wahrscheinlich noch bis Januar, wenn ich immer mal wieder spielen. Und dann haben wir hier alles voll, da habe ich Bock drauf. Hier ist zum Beispiel ein schöner Skin, der gefällt mir ganz gut. Den hätte ich sehr gerne. Und auch den letzten nehmen wir natürlich auch mit, ne, ist doch klar. Den Zeus-Skin. Für die, ja, ihr wisst, wie sie heißt. Junker Queen. So, und dann gibt es ja auch noch ein paar hier Lorbeerkranz als eigene für die Gallier oder Römer unter euch, ne? Kann man alles machen. So, im Streamlab dabei, es geht weiter. Ich ziehe mir ganz kurz was um, aber ich lasse den Stream natürlich an. Wir machen ein wenig Hand Showdown, da ist ein neues Event gestartet. Ich habe ja schon einmal kurz für mich so ein bisschen Quickplay gemacht. Ich habe mal wieder Bock auf Hand, auch im Duo zu spielen, ja, deswegen spielen wir es. Aber so, was es dann so im Event so gibt, haut mich jetzt nicht ganz vom Hocker, weswegen ich es jetzt nicht aktiv groß spiele. Aber trotzdem, Hand, machen wir wieder ein paar Runden, wieso nicht? Deswegen gibt es das jetzt im Stream ein bisschen. Weiß ich, wie lange wir Bock haben, wie gut wir sind, wenn wir nur aufs Fressbrett kriegen, wird es ein bisschen kürzer. Ob ich dann noch ein Spiel hinterher mache, schauen wir dann, wie spät es wird, ne? Wie spät es dann ist. Und am Sonntag Sea of Thieves angedacht. Aber wie gesagt, für Overwatch ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitz Fuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.